Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit Jule zu Hause in der Base. Nee, ich hänge in irgendeinem Keller. Ach so. Voller Kellerkind. Ja. Sie ist ein Kellerkind. War ein bisschen looten, einfach mal schauen, was so geht. Ja, ich wollte auch looten. In einer anderen Stadt. Ich habe keine Stadt gefunden in der letzten Folge. Das ist irgendwie... Kacke. Oh, viele Hunde. Hattest du vorhin nicht welche vermisst? Die Hundehorde haben am Park vor der Feralnacht. Hey, ich werd bescheuert. Hier ist eine Stadt. Oder das waren jetzt schon mal zwei Hunde. Ich habe tatsächlich eine Stadt im Schneebion gefunden. Also hier irgendwas. Sag doch, im Schneebion ist dann eine. Ja, kann ja gut sein. Ist aber nicht das, wo ich eben dran vorbeigefahren bin. Also das Schneebiom wird wahrscheinlich schon dasselbe sein, aber bin ich irgendwie eben an der Stadt vorbeigefahren. Sondern viel, viel weiter dran vorbei. Da ist eine Kirche. Das komische Haus mit dem Geländer auf dem Dach. Schau mich mal gerade hier so ein bisschen um. Ja. Schauen, was es hier so gibt. Hier steht der Krankenwagen auf der Kreuzung. Doch meistens in der Richtung hier, glaube ich, ein Händler. Ein Krankenwagen auf der Kreuzung ist Richtungsanzeige für einen Händler? Ja, meistens ist das nicht weit weg von einem Händler. Ah, okay. Warum auch immer, also keine Ahnung, es muss wohl mit der Art und Weise zu tun haben, wie die Städte generiert werden, aber oftmals ist es so, dass wenn du so einen Krankenwagen hast, der Händler irgendwie relativ nah war. Nur Einbildung sein, aber ich hatte das jetzt tatsächlich schon öfter, dass der Händler da so in der Nähe von so einer Kreuzung ist, wo dann auch so ein Krankenwagen stand. Okay. So, warte mal, da wollen wir nicht, dann lass doch mal hier nach Norden fahren. Die scheint aber auch nicht so groß zu sein, hier die Stadt. Aber ein Händler müsste ja eigentlich dann trotzdem hier irgendwo sein. Irgendwas müsst ihr dann trotzdem hier sein. Ich habe noch eine Mod gefunden. Mündungsbremse-Mod. Okay, cool. Rückschlag wird vermindert. Ja, die ist nicht schlecht. Ja, ne? Wobei ich meine, man bemerkt die Mods zwar eigentlich gar nicht so wirklich im Spiel, meiner Meinung nach. Die Waffenmods. Ja, aber nur sowas wie Magazinvergrößerung und sowas. Das stimmt. Da, die restlichen Rückschlag. Ja, weiß nicht. Merkt man nicht viel von, ne? Also, aber sie machen halt die Waffe besser, ne? Achso. Ein bisschen. Ein bisschen. Hier ist schon mal ein Savage County. Hier ist jetzt richtig Stadt. War auch nicht groß. Scheinbar. Coole. So, hier ist ein Crackerbook. Ach du Scheiße, noch ein Crackerbook. Hier sind zwei Bücherläden gegenüber. Konkurrenz. Und ein Poppenpilz ist da vorne. Ich mache mir mal hier gerade eine Markierung hin. Oh. 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 Ich dachte, der scheiß Puma wäre tot. Hast du EP gekriegt? Dann ist er tot. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe erst so ein Dings weggeschossen. Dann habe ich zu Zufall den Puma gesehen, der irgendwie 10 Meter neben mir war. Ach so. Und dann habe ich dem mit dem Flitzebogen einen Pfeil quer durch den Kopf geschossen. Und der hat sich dann auch hingelegt.
Da dachte ich mir so, okay, dann guckst du mal, markierst dir mal gerade hier den Bücherladen, auf einmal steht der Boomer neben mir. Ich dachte echt, der wäre platt, weil der so sich hingelegt Er hat. hat Opossum-Technik drauf. Ja, ich glaube auch. So, hier war mal. So. Bücherladen. Mal den Jetzt gehen wir mal Garten bei X Bücherladen. So, gut. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal weiter weiter nach Osten. Garten Boah, sieht das schon hat richtig schön aus. voll das Riesenloch im Boden hier. Der Garten sieht schön aus. Ja, dein Garten sieht schon richtig schön aus. Ja, ich habe auch von Anfang an mich um deinen Garten drum gekümmert, ne? Immer wieder Felder gebaut und reingeskillt und gemacht und getan. Ja, musst du auch von Anfang an machen. Also Ja. gleich, sobald man was hat, wo man sagt, okay, ich bleibe jetzt hier eine Weile, zu direkt anfangen. Auch wenn man noch nicht so gut ernten kann, aber das dauert ja auch eine Weile, bis das wächst. Das ist ja nicht gleich nach einem Tag da. Ja, Von klar. daher kann man direkt, ich habe, wenn ich mal so für mich ein bisschen gedaddelt habe, habe ich das auch direkt angefangen. Ja, das macht schon Sinn. Das reicht. Also ich hatte auch angefangen schon zu ernten, als ich nur zwei Punkte reingemacht habe, weil ich dann trotzdem schon mehr Früchte rausbekommen habe. Ja, geht ja auch. Spricht ja auch nichts gegen. Jetzt habe ich die Stadt hier gleich einmal komplett umkurvt. Ich habe immer noch keinen Händler gefunden. Das gibt's da nicht. Vielleicht gibt es wirklich nur so wenige. Ja, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß. Wirst auf jeden Fall bald. Ah, es geht. Munitionstechnisch geht es noch, aber du hast halt viel zur Ferienacht verschossen. Du wirst bald Dings. Schießpulver benötigen, also Ja, wir haben ja jetzt, Nitrat und eine Kohle. Chemiestation. Ja, aber wir brauchen halt die Ressourcen dafür, ne? Nitrat und Kohle. Ja, deswegen Bohrer. Was denn? Es braucht so wenig. Okay. Schon auf der Karte, ob ich irgendwie erkennen kann, wo ein Händler sein könnte. Ich sehe keinen. Naja, egal. Ich komme jetzt nach Hause. Okay. Ich komme jetzt nach Hause. Da können wir mal gucken, was wir machen. Irgendwie kannst du eine Quest annehmen oder so, wenn du Ja. willst. Oh. Wir können gerne Quester nehmen. Wir können auch deine Base weiter ein bisschen ausbauen, wenn du magst. Ja, dafür brauchen wir ja Material und Ach dafür so, brauchen wir ja, ah, der Ressourcen. Kreislauf, Teufelskreis, Ja, Teufelskreis, das gibt's genau. doch nicht. Das ist echt ein Teufelskreis. Ah, ist das schlimm. Na gut, wo findet man dann am besten einen Bohrer? Wahrscheinlich in einem Baumarkt? Oder Teile dafür oder so? Oder das Rezept? Ja, Rezept halt vielleicht hier im Bücherladen mit viel Glück. Hier sind ja zufälligerweise gerade zwei Bücherläden. Aber, Ja. einfach weiter geradeaus nach Norden. Hier kommt doch wieder grünes Biom. Schon mal gut. Ja, so. Mir ist kalt. Hier ist kalt. Oh nein. Mir ist kalt. Oh, Aber nicht mehr Kack. lang. Weißt du warum? Hier ist Weil. nämlich ein Dreiländereck. Hier ist grünes Biom, hier ist Schneebiom und hier ist Wüste. Dreiländereck. Ja. Schön. Hier ist erst kalt Dann und Hitze. dann kriege ich einen Hitzschlag.
Und dann begebe ich mich ins Grüne. Wie war das? Unterkühlung und Hitzeschlag. Was? Ja, genau. Bei Disterra. Hä? Unterkühlung und Hitzeschlag tot. Beides gleichzeitig. Hä? Was? Was denn? Es ist wahrscheinlich so kalt gewesen, dass die Kälte zu Verbrennungen geführt hat. Genau. Ja, genau. Das gibt's ja auch. Das gibt's auch, ja. Ich denke, dass es auch vielleicht eine Art Übersetzungsfehler ist. Ja, ich glaube auch, dass mit Unterkühlung ist nicht Unterkühlung gemeint, sondern herunterkühlen. Ja, irgendwie sowas, genau. Weil, wie gesagt, bei 38 Grad hast du Überhitzung. 38 Grad, was? Also ja, man ist da, es ist warm, aber ja, doch nicht schon, dass du halt stirbst da und Schaden, also vor allem jedes Mal, wenn du Schaden gekriegt hast, hast du so gezuckt. Und bist ein bisschen langsamer geworden. Das fand ich ja ätzend so. Und denkst, nein, beweg dich, los. Ja. Ja, das Terra ist halt einfach. Oh, ein Schwein. Ich lass mich von nichts ablenken. Oh, ein Schwein. Das ist ein Plötzchen eine Wildsau. Ein Eichhörnchen, guck mal. Ja. Geil so. Ja, mitten im Satz war das immer so, gerade mitten im Satz, und das klang einfach nur geil so. Ja, und da so, oh, ein Eichhörnchen. Ja. Ja, Schweine sind toll. Ich mag Schweine. Ich weiß. Ja. Schweine sind lieb. Oh, ich mag das, wenn die mit ihrer Steckdose, mit ihrer Nase so wackeln, so mit der Steckdose. Ja, genau. Oh, ich glaube, ich habe Kaninchen überfahren. Oh nein. Oh, hat auch mit der Steckdose gewackelt. Ich glaube, ich kann gleich nichts mehr einschmelzen. Wieso nicht? Weil ich so gut wie alles verbraten habe hier. Na, sowas aber auch. Wo wohnen wir denn? Ach da. Lala. Oh, ich sehe grünen Rahmen. Ja, Gott sei Dank. Er ist ja unfassbar. Ja, bist du gleich zu Hause? Ja, 360 Meter. Upp, upp. Und dann kann ich ja die Blöcke wieder hinsetzen. Ja. Kannst du gerne tun. Ups. Mann, oh Mann, oh Mann. Was eine Tour. Ja. Die ganze Nacht hier rumgefahren, ey. Da ja, ist er. Soll ich mit ausleeren? Nö, hab alles in der Tasche. Alles okay. Moped ist leer. Das ist ein Krass. Kommt der denn her? So. Das mal da rein. Händler. Händlerkiste. Das kann man verkaufen. Sonst habe ich doch hier Silberklumpen. Können auch weg. Das machen wir noch rein. Metalcore. So. Alle. Alle. Guck mal, hier für dich. Für mich? Oh. Oh. Ja. Auch doch bald Pfeile. Der muss hier mal welche machen. Aber hier sind doch beide Spitzen drinne. Säure, wo haben wir denn die Säure hingepackt? War die bei Teile. Ist da. So. Den Motor, die Batterie. Plastik war da drüben irgendwo. Jetzt weiß ich, was ich rausgenommen habe. Okay. Ach ja. Wie viel macht der Blaubeerkuchen? Da esse ich mal einen von. Ja, die sind nicht ganz so gut. Ah.
Tee reingekloppt. Super. Okay. So, jetzt muss ich aber doch mal, ich muss mal hier meinen Hoodie ausziehen, ne? Da komme ich jetzt nicht drum rum. Ja, warm. Mir ist gerade echt ultra warm. Ist halt ein heißer Typ. Ja. Hast du die Heizung angemacht bei dir? Ja, die ist aus. Hm. Ja gut, wahrscheinlich der PC, der wird sich auch sagen, Alter, so lange hast du noch nie am Stück wieder aufgenommen, seit Ewigkeiten nicht. Ja, kann sein, dass er das so denkt, ja. Dem wird auch gerade warm. Okay. So. Hier draußen sind auch noch Pilze übrigens, ne? Ja, ich habe aber gar nicht so viel gebraucht. Hab das einfach so gelassen. Ja, also na, von mir aus könnten wir... Oh, ich hab noch einen Skillpunkt. Dann wollen wir das Geld mitnehmen? Oder hast du es schon? Natürlich. Und hier die Mods, wolltest du verkaufen oder was? Ja, sei denn, du brauchst die. Ja, dann nehmen wir es mit, dann verkaufen wir das. Gut. Er hat noch zu, ne? Achso, wir müssen eh zu dem anderen fahren. Ach, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Willst du im Nordosten zu dem? Ja. Ja, dann fahren wir Nordosten. Ja. Fahren wir wieder da über den Berg. Geht ja eigentlich ganz gut. Ja. Brauch ungefähr nur noch ein Viertel Level, also. Hm. Ist nicht mehr viel, dann können wir das Auto bauen. Achso, cool. Brauchen wir eigentlich nur noch Stahl. Ich weiß nicht, wie viel wir davon jetzt noch haben. Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Müssten wir da noch ein bisschen was zusammensuchen. Und dann gibt es ein Fahrzeug mit 4 Reifen. Ein Fahrzeug mit 4 Reifen, ja. Ja. Und das nächste ist dann ein Fahrzeug mit 3 Reifen. Ja, der Heli, der hat 3 Reifen. Ah, oh Gott, da wäre ich nicht drauf gekommen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, ja, klar, logisch. Dann gibt's den Schraubokopter. Schraubokopter? Nee, der schraubt sich doch, der hat so oben eine Schraube, die schraubt sich nach oben. Ja, genau. Der Zombie hier, der hat auch gerade eine Schraube. Schraub, 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 schraub. Genau. Ja. Das Seelenschwert fällt zu Boden. Und in der Feld scheppern zu Boden. In etwa so. Schepper, 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 schepper. Ich hab mich verfahren übrigens, wir müssen nach Südosten. Okay. Tiny Tina's Wonderland. Ey, das ist ein Spiel, ey, unfassbar. Ey, da sind ja beide Helden. Ey, wir sind gleich oben. Ja, und ich bin der Ey, die sind aber schnell hochgekommen. Ihr seid schon da. Das finde ich okay. Wer bist du, Neuling? Bist ja nicht mal bemalt. Du bist ja nicht mal fertig angemalt. Weil er hat ja auch keine Stimme, ne? Der macht dann so, wie, was? Ich? Ich bin doch ganz unschuldig. Ich habe gar nichts gemacht. So geil. Wie? Ich? Alter, wo fahre ich jetzt hier lang? Das ist never ever der Weg. Der ist voll kacke. Du fährst aber in die falsche Richtung. Ich fahre dir hinterher. Na, ich bin in etwa auf dem Weg, wo ich vorher auch war. Bin ein bisschen zu weit nach Norden gefahren. Ja, toll. Du hast aber auch einen besseren Motor unterm Arsch, ne? Ich laufe jetzt. Da kann ich mein Moped wieder hinsetzen. Das ist kacke wo. Kann ich nicht fahren? Ich kann hier gerade auch nicht fahren. Okay, also fahre ich nicht da lang, wo du gerade lang gefahren bist. Lol, mein OBS hat gerade gesagt, Codierung überlastet. Oh. Das habe ich lange nicht gehabt. Schon lange nicht mehr gehabt, aber ich habe keine gedroppten Frames oder so, zumindest. Interessant. Bisher hat das noch nichts gesagt. Jetzt sind wir hier raus aus der Scheiße. Versuch mal da jetzt mein Glück. Wo ist denn der Händler? Da. Ich mach mir mal da ein Fähnchen hin, dass ich weiß, wo ich lang fahren muss.
Quatsch. Hier ist ein Fluss. Ach so, jetzt bin ich auf der falschen Seite vom Fluss. Aha. Oh. Interessant. Ja, dann, ne? Mhm. Einmal quer durch den Fluss gefahren. Weil es geht. Weil es geht. Kurz mal auf Tauchstation gewesen, ne? Okay. Ja. Kannst auch seekrank werden, wenn du auf dem Moped sitzt und ganz schnell die Maus nach rechts und links machst, sodass sie sich immer nach rechts und links legt. Ja, auf der falschen Seite. Ja, Alter, ich fahr dir nie wieder hinterher. Ja, was denn? Wir sind doch da. Nee, nicht wir sind da. Du bist da. Doch, ich zähle für zwei. So. Ich gehe schon mal shoppen. Ich Spaß. Ohne ja. Geld. So, Mod weg, 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 weg. Na, dann schauen wir doch mal. Er hat keine Säure. Er hat keinen Schmelztiegel. Er hat nichts fürs Moped. Hat er Bier? Ich gucke gerade, warte mal. Er hat hier Schrotflinten, ist hier aus Band 5 und Band 3. Schrotflinten nutzen sich 20% langsamer ab. Viele in maximal 3 Meter Entfernung haben eine hohe Chance auf Zerstückelung. Ist das andere Buch? Fahrradfahrwerk könnten wir uns kaufen. ja, ne? Schön. Und hier? Hier hat er auch nicht. Kannst du mal selber nochmal durchgucken? Ja. Auch nichts. Sag, gehst du wieder am Automaten? Klar, immer. Hast du ja bestimmt wieder einen Kaffee gezogen, ne? Was gibt's denn hier? Heimtückische Kätzchen. Miau. Bleischaden plus 50%. Er hat einen Blasebalg. Zuckerhintern. Handeln plus 10%. Und eine Pumpgun. Eckers. Altstoffertrag plus 20%. Brauchst du einen Blasebalg? Nee, nee. Warte mal. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir in den anderen Schmieden sind, glaube ich, noch keine drin. Doch, es sind teilweise welche drin. Aber ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele. Also zwei auf jeden Fall, die auf der linken Seite, weil die Schmiede habe ich die ganze Zeit über benutzt. Die ja, aber auf der rechten nicht. Ich kaufe ihn. Okay, Dietriche? Ja, ich habe keine mehr. Da. Eisenbeinschienenstufe 1. Er hat Stahlstiefel. Lol. 3. Das ist geil. Ich hab Eisenstiefel Stufe 5 an und die Stahlstiefel sind schlechter. Ah, okay. Echt? Okay. Ja. Die waren schlechter. Die habe ich eben gerade verglichen. Okay. Was? Ich kaufe einfach mal Krams auf, wo ich Bock drauf hab. Jo, mach das doch. Gut. Ich muss hinten raus, ich hab mein Moped hinten stehen. Jo. Kann das sein, dass hier oben eine Stadt ist? Keine Ahnung. Ja doch, da ist doch was hier. Nimmst du noch eine Aufgabe an? Kann ich machen. Wir können auch gerne zu der Stadt dann fahren. Ich nehme eine Quest an. Ich nehme eine Quest an. Hast du irgendwelche Aufgaben?
Lalalala. Lalalala. Okay. Ja. Ja, hier oben ist tatsächlich eine Stadt. Oder irgendeine Ortschaft auf jeden Fall. Aufgabe. Stufe 3 Säubären, okay. Ja. Was ist denn hier für ein Teil? Ach, das ist das Sägewerk. Interessant. Das wird ein größeres Ding. Jetzt gibt's Kleinholz. Kleinholz im Sägewerk. Gerade, was hattest du das letzte Mal auseinandergenommen, wo die ganzen Schreierin kamen? Das Betonwerk war das, ja? Wo du das unbedingt wegbuddeln musstest. Das ist ein Bohrer gehabt. Das war so ein bisschen neben dem Händler und auch so ein bisschen bei uns in der Base. Das ist schon ein paar Folgen her. Ja, kann gut sein, ja. Also, das war mal eine andere Session. Mhm. Das war... Da haben wir in dem... auf dem Hof gewohnt. In diesem... auf der Ranch oder was das war. Ja. Genau. Dunkel. Und da. Kopflos. Kopflose Chantal. Hey, ich hab einen Honig gefunden. Oh. Im Baumstumpf. Im Baumstumpf. Ich hab, weiß nicht, wie viele Baumstümpfe ich jetzt hier. Unglaublich, wie viel ich da kaputt gemacht habe. Kannst du knicken. Ja, oder abhaken. Wollen wir? Ja. Warte. Ist zu weit weg. Ich bin da! Von der jetzt her. Ja, die leben da. Ein Knochen. Ach, da ist er schon. Ey, steh auf. Hallo. Was ist das denn jetzt gewesen? Weiß ich nicht. Auch noch nicht erlebt. Aber der will einfach nicht. Was ist das für ein Typ? Keine Ahnung, hier geht's rein. Ja, ich weiß, aber hier ist auch was zum Looten drin. Meistens. Tada. Ist nämlich so ein kleines Mini-Labyrinth. Mhm. Ja, ich bin immer oben drauf gegangen. So. Oh, da liegt eine Radkappe. Ist deine. Viel Spaß. Okay, das war tatsächlich nur eine Radkappe. Oh. Okay. So, und dann geht's hier weiter. Oh, hier sind Kisten. Drei Stück. Eine Taschenlampe gefunden, hey. Hier durch oder was? Hier am Stacheldraht vorbei. Hm. Ah, jetzt bin ich beim Bagger.
Ach, ich erinnere mich. Ich habe mal irgendwann, glaube ich, diesen Bagger hier versucht. Da wollte ich einen Block abbauen. Der Ja, ich glaube, da war ich dabei. Es hat gescheppert. Ich drehe mich um. Ich so, was ist denn jetzt kaputt? Jones hat einen Bagger zerlegt. Ja. Ohne Worte. Ja, ich wollte die Klimaanlagen, glaube ich, hier rausbauen oder irgendwie den Motor oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Gucken, ob das immer noch so ist. Stimmt. Bin nass. Wieso regnet das schon wieder oder was? Ich sitze Ja, so. es regnet. Es fängt gerade an. Ich bin doch in einem Container. Worte. Ja, das macht nichts. Da war hier, lag hier irgendwas drauf. Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier auf dem hier liegt nichts drauf. Hier steht ein Armeelaster. Dann gucke ich mir den mal an. Könnte man ja auch mal auseinanderschrauben, so ein Ding. Endlich ein Honig. Nach gefühlt 50.000. Oh Gott. Ein Honig für dich. Wieso für mich? Weil du bestimmt bald wieder einen Honig brauchen kannst. Ich habe selber einen. Ich habe ja schon eben einen gefunden. Okay. Na, dann ist das dein Backup-Honig. Genau. Denk dran, dass du die komische Kiste hier einsammeln musst, ne? In der Quest. Ja, die ist bei mir noch eine Ecke weg. Ja, bei mir auch, aber ich habe sie nur gerade durch Zufall oben auf dem Kompass gesehen. Da dachte ich mir, ich sag dir mal Bescheid. Dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Ja, ich weiß. Sehr gut. Verdorbener Müll. Müssten wir dann hier weiter? Ach, dadurch, dadurch. Was du hier? Er ist Feuer und Flamme für mich. Ja. Ja. Wieder 12 Felder überlastet. Der Arme hockt hier im Fenster. Das Gebäude kommt auch noch. Ich habe schon reingelinst. Da ist ja richtig viel noch drin. Na, großartig. Auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Bist du noch da? Ja, ich bin auch hier. Keine Sorge. Ja, fall ruhig ganz runter, du blöder Piepmatz. Muss mal gerade hier was basteln. Oha. Was basteln? Ja. Seht jetzt, was da hinten ist. Komme ich da irgendwie hin? Auch Hunde? Komm, da kommst du nicht hin. Dann probier mal, wenn ich mich hier hochbaue, aber ist einfacher. Nichts hinter, aber. Nein, da ist nichts. Okay. Dann gehen wir mal hier in die Küche. Oh, ein Kochtopf. Inventar ist voll. Oh, eine Brille. Ich habe noch ein bisschen Platz. Kommt zu dir. Oder brauchst du. Geht schon. Ich habe jetzt gerade zwei, drei Kleinigkeiten zerlegt oder weggeschmissen, was so ein Müll dabei war.
Spiel. Ja, ich bin weggeschossen. Aber Pflanzenfasern, hä? Ist ja furchtbar. Ach, hier ging es immer noch hoch, stimmt. Da oben war ich ja schon. Ja. Oh, besser, das blöde Geflacker hat aufgehört. Viel angenehmer. Zwar weniger Licht, aber ist egal. Das lasse ich mal. So, also ich bin rappelvoll. Da ist noch das große Werksgebäude, ne? Ja. Die Kiste oben drauf hattest du dann auch gelootet. Den einen Karton da. Da ist Müll und noch eine Kiste dahinter. Wenn du hier auf den Tischen stehst und springst, dann siehst du das. Siehst du das? Ja, den Karton, der ist Ah, hier. alles klar. Hier oben. Ah, okay. Und Sweatshirt. Jetzt weiß ich nicht genau. Probier mal, ob wir zum Moped gehen können. Warte mal, wer ganz bald Level Up hat. Du? Bestimmt du. Ja. Weiß nicht genau. 100 Punkte. Drinnen bleiben. Ja, da kommt doch dann die Anzeige. Wenn du zu weit weg gehst. Ich behalte ich mal im Inventar. Mal zu hier. Weiß, es ist das falsche Werkzeug, aber ich baue den Ofen jetzt trotzdem mit der Axt ab. Einfach weil es geht, ne? Naja, die macht mehr Schaden als die Steinaxt. Das würde jetzt länger dauern. Ach so. Ich habe mich mal durch die Kreissäge hier reingeschlichen. Ah ja, da war ich auch, aber nur so ein Stück drin und dann dachte ich mir, nee, ich greife mal nicht vor. Wir gehen da noch irgendwie halbwegs zusammen rein. Ah, mach mal. Eigentlich hast du Angst gehabt, hier reinzugehen. Nein. Ich war vorhin noch ganz alleine im Gebäude. Kommst du dann hier rüber? Ja. Da ist nur Wasser drin und Müll. Ah, da ist was drin. Ein Munitionsversteck ist im Turm. Ja, und ein leeres Glas. Das ist ja super. Ich mach mal hier die Tür auf. Ja. Guten Hallo, Tag. ich grüße Sie. So, Grüße zurück. Hängst du fest? Bin in der Kreissäge gefangen. Soll ich hier rausschubsen? Kann hier keinen Block setzen. Nee. Ist ja doof. Aber ich glaube, ich muss. Wir sind hier durch. Der muss weg. Blöde Kreise. Ah, jetzt da. Hi. Oh ja, komm angeln, komm angeln, komm, komm, komm. Holzfäller Mike. Steckt irgendwie mit dem Kopf im Metall drin. Ach nee, der kommt durch. Was? Sag mal. Aus. Und schon mal ein bisschen komisch da liegen. Teile gefunden. Heile. Steht so viel Papier. Dü, 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 dü.
ich esse ja schon was. Ist ja gut. Ich esse ja schon. Hast du schon wieder gemeckert, oder was? Oh. Ja, genau. Im Müll war gerade eine Flasche Säure. Ja, kommt vor. Cool. Oh, jetzt fängt der an zu krabbeln, dieser scheiß Zombie. Level up. EZ. Da ist es. EZ. Hier oben ist eine Werkbank, eine kaputte. Eine Olle. Eine Olle? Da ist eine Olle. Hier oben ist eine Olle. Im blauen Kleid. Genau. Ganz alleine. Und eine kaputte ist auch noch. Mhm. Ach Gott. Du hast aber auch ein Pech. Zehntausend. Ich hab die Kreissäge auseinanderschrauben. Ja. Oh ja. Kannst du. Kommen auch Eisenbarren raus. Ja. 8 Stück oder so. Die Tischkreissäge ist immer gut. 12 Barren kommen da raus. Ach, das ist der Raum hier. Ja, alles klar, ich erinnere mich. Ich glaube, ich hatte mich dann einfach hier durch die Wand geschlagen. Hatte doch mal eine Base direkt neben dem Sägewerk. Da bin ich doch immer hier reingegangen. Ah, okay. In den Raum, weil hier irgendwie 2-3 Kisten stehen. Ja, stimmt. Da ist so eine Schiene vom Dach runter. Ja. So eine Rutsche. Eine Warenrutsche. So, und hier kommen jetzt irgendwie 2-3 Zombies gleich. So? Eigentlich. Ah, jetzt? Du musst hauen. Ja, ich hab wahrscheinlich zu sanft gehauen. Oh, schön. Sollte nicht das Metall hauen. Ich glaube, der hat den Kurs nicht bestanden. Also, der hat, als sie den Zombie Kurs gemacht haben, wie überlebe ich eine Apokalypse, ist der irgendwie. Der war wahrscheinlich Kreide holen. Wahrscheinlich war er Kreide holen. Ja. Oder er hat vorher Mist gebaut und musste sich im Flur schämen. Ja. Deswegen hat er nicht gewusst, dass man nicht die Metallstangen haut, sondern uns. Genau. Hm. Der ist so doof. Der ist noch zu blöd, um ein Zombie zu sein. Ja. Der muss bei der Zombie-Gruppe muss der wahrscheinlich immer ganz hinten laufen. Weil es den anderen peinlich ist. Weil es den anderen peinlich, genau. Guck mal, wie schön dieser Loot hier drapiert ist. Ja, aber echt, ey. Nee, du gehst da hinten. Nee. Schön Abstand, Junge. Ah ne, ich muss das in Zombierisch sagen. Ja, genau. Dann war er ganz geknickt. Genau. Keiner will mit mir laufen. Gekriegt, dann war er richtig geknickt. Was hat er gekriegt? Er hat einen auf die Birne gekriegt und dann war er richtig geknickt. Oh ja, durchgebrochen. So. Genau. Sein Herz war gebrochen. Oh. Geradezu herausgerissen. Wie baue ich einen Clownhammer? Wie baue ich Geländefahrzeugscheinwerfer-Mods? Und 430 Benzin. Das ist gut. Die Geländescheinwerfer-Mods sind gut. Die brauchen wir. Die machen echt gutes Licht. Ja. Hey, 7 Dietriche. Temperierte Klinge, ein paar Verbände, Militärrüstung und ein paar Schrotpatronen waren hier drin. Hm. So, ich glaube, das war's dann hier auch. Ja, hoch müssen wir noch. Ich weiß nicht, ob oben noch was ist. Ich glaube es schon. Irgendwas war noch oben. Ja, okay. Ja. Ja, Piepmetze, okay. Huch. Huch, hey. Ach, da hinten steht noch ein einzelner Karton oben drauf auf dieser Rutsche hier. Siehst du, da vorne. Beim Richtung Bagger. Den habe ich schon gelootet. Den hast du schon? Okay. Ja. Ach, hier ist noch
Der Wasserturm, ne? Da ist die Luke auf, da war ich drin, da war das Munitionsversteck. Ach so. Ja. Säuberes Gebiet. Ach ja, warte, die ist hier drin. Ja, meine auch. Da. Wahrscheinlich hier irgendwo im Boden, in so einer Klappe oder so. Bin ich doof? Bin ich blind? Bin ich doof? Bin ich blind? Hier auf dem Klo? Im Klo? Auf dem Klo? Hier, die Wand hier. Ach ja, danke. Das war eigentlich meine. Haben wir die gleiche? Wir haben dieselbe Kiste, ja. Wir haben die gleiche. Ja, die gleiche Kiste. Ja gut, dann zurück zum Händler. Denn wir sind Pendler. Das Moped da. Auf nach Haus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir noch eine Quest machen oder so. Hä? Na, ich kann auf jeden Fall bauen, ne? Ich kann uns das Autochen bauen. Ja. Brauchen wir ein bisschen Stahl. Müssen wir mal gucken, wie viel. Können wir gleich mal zusammenzählen hier. Warte mal, ich nehme die noch mit. Und ja, dann geht's los. Hier sind ja noch Stahlbarren. Truck also, bauen, würde ich sagen. Ja, jede Menge Dingsbums. Laternen, ja. Die wir abschrauben können. Ich glaube, der Händler hatte auch Stahlbarren. Ah, okay. Wenn du da noch ein paar kaufen willst. Ich weiß, müsstest du mal durchrechnen, genau, was du gleich brauchst. Ja, machen wir sofort. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge bei Racks nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, ob Jule uns ein Auto bauen kann. Das wäre natürlich schick. Ansonsten, oder wir machen halt noch eine Quest oder so, ne? Ja, wir finden schon was. Genau. Alles klar. Alles klar. Würde ich sagen, bis morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Ciao.